Herzlich willkommen, allen Freunde. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass wir nicht nur König von Narnia sind, sondern wir sind auch König der Nexomon. Ja, das ist schon krass, Leute. Damit hätte ich nie gerechnet, dass ich jetzt König der Nexomon werde. Beziehungsweise, dass ich der Erbe von Omnicron bin. Wer hätte das gedacht? Und Dina ist unsere Mutter. Wer ist unser Vater? Finden wir das noch heraus oder nicht? Wer ist böse? Wer hat mit Dina eigentlich den größten Streit gehabt? Der eine Typ von der Gilde, ne? Ich glaube, der war blond. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber das könnte, glaube ich, hinten kommen. Der hier den einen Tyrannen mit einem Schlag auf den Dracheninseln zerstört hat. Aber ich weiß... Oh Gott, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich will immer Ezreal sagen, aber das ist TFT. Beziehungsweise League of Legends. Ah, man kann da einfach durchsprinten. Cool, dass ich das endlich bemerke. Ohne Krabbe, aber naja. Oh, 37, Leute. Ich glaube, ich muss hier die Tage nochmal trainieren. Wenn die jetzt hier so stark sind, da komme ich gar nicht rein. Wow, Fake House. Lügenpresse. Wow, hat der Kampf schon angefangen? Es ist nur ein kleines Stück. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Tyrannen sehen wollen. Ich speichere mal eben, sicherheitshalber. Speichern. Und unser Tyrannen ist eine Fälschung, ja? Da, also das ist echt der größte Prank tatsächlich. Mann, ich wollte so gern so einen Tyrannen haben. Die Wahl ist zwar schon richtig, also sah richtig cool aus. Den hätte ich gern gehabt. Oh, hier ist eine Höhle. Ah, wir gucken mal kurz rein. Ah, so groß ist sie nicht. So groß ist sie nicht. Oder komme ich da rein? Oh, das sieht ja cool aus. Das sieht echt cool aus. Aber ungewöhnlich heißt, ich kann es offen finden. Kann ich hier rein? Oh Gott, ich kann hier rein. Was ist das denn? Spencer Schicksalskammer Nummer 9. Die Kammer benötigt zum Öffnen einen Spezialschlüssel. Willst du einen deiner Kammerschlüssel verwenden, um das Tor zu öffnen? Ein Schlüssel wird... Ja. Oh, cool, Leute. Wir haben... Das ist, glaube ich, unsere erste Kammer, oder? Du hast ein Tribut des Minerals... Oh, okay. Du hast einen Begleiter Lunabell bekommen. Oh, sehr schön. 200 Münzen, nehme ich gerne. Rabattgutschein. Ja, ich weiß nicht, was der uns bringt, aber okay. Nochmal 100. 50. Und 100. Sehr schön. Cool. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was das eine da bringt. Ne, Drachensiegel. Da war's. Ein uraltes Elementarrelikt, das eine schwache Aura ausstrahlt. Aha. Okay. Was hat die noch bekommen? Ich hab's tatsächlich vergessen. Ach, Rabattgutschein war es, glaube ich. Achso, ein Begleiter. Ein Begleiter haben wir bekommen. Dich haben wir bekommen. Oder? Es steht nicht der Name. Ich meine, wir haben dich bekommen. Sehr cool. Cool. Haben wir unsere erste Kammer tatsächlich gefunden. Oh, ich wette, in der einen Mine da wäre auch noch eine gewesen. Vielleicht finden wir die irgendwann. Irgendwann. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. So, ja, gehen wir nach rechts, ja, ne? Ja, komm. Gehen wir nach rechts. Die Zerstörung tobt weiter. Ein Elixier. Das können wir mit Sicherheit gebrauchen. Oh Gott. Achso, ich dachte gerade, das wäre Dings, aber ist ja gar nicht. Lächerlich wie ergreifend. Laterias Sieger werden ihrem Namen wirklich nicht gerecht. Was ein Trauerspiel. Ihr armen Trottel. Petram ist keiner der schwachen Tyranten, die ihr sonst jagt. Ich sollte dich für deine enttäuschenden Darbietung bestrafen. Ich werde eure Stadt einnehmen und eure Leute festlaben. Euer Gold und euer Ehre gehören Celine, der Abtrünnigen des Sands. Ah ja, Celine. Ich glaube, ich mache dich gleich erstmal fertig.
Sind das Speere? Bringt ihr ernsthaft Speere zu einem Tyrannenkampf? Was sollen wir nun tun, Petram? Sie haben Speere dabei. Mach sie fertig, Petram. Hahaha, gute Güte, Petram, du bist einfach viel zu stark. Ich sollte mich mal ausruhen. Da, kämpf allein gegen uns, blöde Abtrünnige. Hör auf, dich wie ein Feigling auf deinen Tyrannen zu verlassen. Guter Versuch, mein Lieber. Petram, hau auch diese Loser weg. Och Gott, ey. Ich sollte mich beeilen. Wenn ich Lateria einnehme, kann es als Schutz gegen diesen Vados dienen. Hm? Ist da jemand? Und wer bist du denn? Du siehst nicht aus wie ein laterianischer Jäger. Ah, du bist von der Gilde. Ulsa, sei Dank. Das ist genau, was ich brauche. Wenn ich dich als Geisel nehme, wird die Gilde garantiert auf meine Forderung eingehen. Amelie würde mich niemals angreifen, solange du hier bist. ja, wo wir gerade von sprechen. Nimm's nicht persönlich. Wie? War ich das? Als ob ich das war. Was? Was hast du getan? Warum ist Petram eingefroren? Wie? Bleib mir fern, Freak. Nein, ich wollte doch nur speichern. Aha. Oh, 42. What? Das ist aber viel. Das ist echt viel. Oh mein Gott. Bitte. Sehr gut. So. Hier, bitte, hier, ne? Betäubt. Betäubt wäre richtig gut. Oh, er wechselt aber. 46. Alter, du machst viel Schaden. Das möchte ich dir jetzt aber mal hier sagen, ne? Schwarze Flamme. 28 ist auch nicht viel. 57. Und dann noch verbrannt. Ich bekomme hier die Krise. Alter, ist sie gut. Beziehungsweise hat die starke nächste Woche. Ich glaube, ich muss trainieren gehen, Leute. Oh, Gestein gegen Gestein. Wir machen aber Palmschüttler, glaube ich. 37, okay. Boah, der hatte noch mehr Lebenspunkte. What? Alter Schwede, ey. Das ist hier anders heftig tatsächlich. Was ist das hier eigentlich? Meteoriten, Alter. Ja, cool. Zeig mal her. Sehr nice. Oh, eine Krabbe. Au. Oh, sehr gut. Sehr gut. Du warst echt gut, leider. Du warst wirklich gut. So, Elektro gegen Elektro am besten. Oh, er hat gewechselt. Dann Elektrokraft bitte. Ist jetzt nicht so effektiv, aber ist jetzt nicht so... Oh, 75? Ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Ist doch nicht dein Ernst hier, oder? Aua, es tut alles so weh. So, Psyga ist hier. Umso öfter du wechselst, umso besser ist es für mich. Sehr gut daneben. Nice. Sehr schön gemacht. So, du gehst aber auch hier weg. Au, oh, 51. Oh, 51 tut weh. Oh Gott, er hat da noch so ein Viech. Was war das? Weiß ich nicht. Ich tue hier alles, Leute. Ich tue hier gerade echt alles. Oh nein, er hat sich geheilt. Das ist aber fies. Das ist echt fies. Ich glaube, ich muss mich auch heilen. Nehmen wir erstmal das hier. So. 88? Okay. Wir nehmen das hier. So, bitte mach nicht sehr gut. Wechseln ist gut. 31, okay, geht noch. Vom Schaden her. Muss nur aufpassen wegen den 88 Schaden da gerade. War nämlich ein bisschen too much tatsächlich.
Ein bisschen. So, Psychobombe, weg mit dir. Psygeise, komm. 45, okay. Sehr schön. Psychobombe, nice. Weg mit dir. Und jetzt du noch hier. 42. Oh, sehr gut. Verfehlt. Das ist nice. Oh Gott, der hat ja immer nur einen. Psychobomb. Oh nein. Oh, sehr gut. Hast überlebt. Sehr schön. Psychobombe. Nice. Super gemacht, Kaninui. Oh, ich liebe dich, Kaninui. Du bist einfach der Beste. Du bist der Beste. Du hast nicht wirklich Erfahrung darin, Tyranten zu jagen, oder? Glaubst du wirklich, dass ein bisschen Eis reicht, um Petra aufzuhalten? Inmitten der Wüste? Okay, guter Einwand tatsächlich. Wüste, ja. Ja, mach mal hier was. Oh Gott, gleich kommt Vardos, glaube ich. Was ist das Problem, Junge? Auf einmal nicht mehr so mutig? Du kannst dich nicht einfach auf dumme Tricks und Glück verlassen, Kind. Die Gilde hat dich naiv und schwach gemacht. Du hast deine Chance zu gewinnen verschwendet. Ein passendes Ende für Amelies Schoßhund. Oh, als ob ich jetzt noch hier gegen ihn hier kämpfen darf. Was ist das denn hier? Oh Gott, aua. Es wird nicht cool sein. 31, nicht sehr effektiv. Für Psycho-Elementar stand zu und hat eine kritische Trefferquote von 20%. Bewegt den Stadt wieder in Erscheinung und stellt bei jeder Runde 8% des maximalen. Okay, dann mache ich das erstmal. So. Plus 12, okay, ist zumindest etwas. Guck mal, Psycho-Bombe. Okay, macht auch nicht so viel. Wie viel macht Psycho-Ausbruch? Auch nicht viel. Und Psy-Geise, bitte. 31. Okay, ich muss jetzt kurz nachheilen. Zack. Was ist das denn? Eine Wand? Okay. Dann kannst du Wiederherstellung machen. Oh, 5 Runden sogar diesmal. Sehr schön. Psy-Geisier. Nur noch 14, wegen der Wand wahrscheinlich. Alter. Wieso machst du so viel Schaden, Junge? Rast nicht so aus, danke. Aua. Gut, 12 wieder heilen. Psy-Geisier. 31, okay, es wird wieder besser. 33 Schaden. Ach, komm, mach einfach. 26. Okay, jetzt muss ich mich wieder heilen. Oh Gott. Das wird wieder hier ein Kampf, Leute. Das wird wieder ein Kampf. Ja, so, 61. 31. Oh Gott, ich muss mich noch mal heilen. Nee, nicht du. Dich. Okay, gut. Dann Wiederherstellung. 44, oh mein Gott. Mann, ey. Was ist das hier schon wieder? So, Psy-Geisier bitte. 33. Ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Nochmal bitte. Ich habe gleich keine Tränke mehr, Leute. Oh, sehr gut, verfehlt. Das war gut. Psy-Geisier, bitte. So, dann machen wir hier nochmal Wiederherstellung. 27 ist in Ordnung. 39, perfekt. Psy-Geisier. 34, oh. Das hat natürlich wieder... Oh Gott, wir haben jetzt erst die Hälfte. Komm, hier nochmal heilen. 31, okay, ist in Ordnung. Psy-Geisier.
35, ja, wird knapp. Sehr gut daneben. Was machen wir denn hier? Wir machen. Was ist das hier? Achso, halt. Einfach nur halt. Dann müssen wir das hier tatsächlich machen. So. Und dann Psygeiser reinhauen. Ah? Okay. Ich kann nur einmal, kann ich noch machen, dann muss ich mich erstmal wieder heilen. Falls ich überhaupt noch was zum Heilen habe. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. 50, 50. Okay. Dann hier. Dann hier, okay. Dann nochmal hier. 82, gut. Dann kann ich schon mal einen Angriff machen. Sogar vielleicht zwei, wenn ich Glück habe. Obwohl. Nee. Wird schwer, zwei zu machen. Gott, ey. Ah, gut, er ist müde. Perfekt. Er ist müde. So, jetzt ist er nochmal müde. Und das heißt, Psychobombe. Oh Gott, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Psychoabsorption. Nee, nee. Was ist mit dir los? Oh. Und diese merkwürdige Eiskraft, die du hast, woher kommt die? Warte mal eine Sekunde. Du hast nicht auch einen Tyranten, oder? Und was, wenn? Narren, ihr Narren! Zwei Tyranten am gleichen Ort? Valos wird unseren genauen Aufenthaltsort spüren können, ihr Idioten. Na und? Valos ist nicht hier, sondern im Parum und... Oh, er ist hier, Kleiner. Oh. Hä, der ist doch noch nicht da. Hm. Was ist los, Valos? Ich spüre zwei Tyranten, ja, zwei im Land der Steine und des Sandes. Ja, in der Tat, Tyrant Petram wurde in der Nähe von Lateria gesichtet. Aber es gab keine Berichte von einem zweiten Tyranten. Ah, nicht gut. Einer von ihnen hat eine überwältigende Kraft, Amelie. Ist das so? Dieser zweite Tyrant, er ist sehr gefährlich. Ich mag ihn nicht. Sehr gut. Das ist die perfekte Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass du auf unserer Seite bist. Selbst nach allem, was du für uns getan hast, sind manche Menschen noch ein bisschen unsicher, wem deine Loyalität gilt. Ich kann ihn ohne Probleme auslöschen, Amelie, aber was ist mit den menschlichen Jägern? Sie scheinen in der Nähe zu kämpfen. Wir haben sie davor gewarnt, in die Nähe von Petram zu kommen. Es würde ihnen eine Lehre sein, deine volle Kraft zu sehen. Ich werde keinen Menschen verletzen. Natürlich nicht. Das ist nicht, was ich meine. Konzentrier dich, Valos. Alles, was du tun musst, ist, die Tyranten direkt zu treffen. Das kannst du doch sicherlich machen, oder? Ich werde mein Bestes geben, Amelie. Okay, der Tyrant scheint tatsächlich noch nett zu sein, tatsächlich. Ich bin echt überrascht, dass er so nett ist. Dass er sich auch Sorgen um die Menschen macht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wow, was ist los? Petram, wie lange haben wir noch, bevor Valos ankommt? Petram? Hey, wer bist du denn? Klappe, Klappe! Lass mich nachdenken, ich muss mich hier konzentrieren. Moritz, was machst du hier? Vergiss es, schweige die Antwort. Ihr seid so hoffnungslos. Beweg dich nicht, Moritz, bleib einfach ruhig. Ich verlange eine Erklärung. Was tust du da? Wow, was hast du getan? Warum hast du das getan, Kind? Ich habe dich gerade vor Valos gerettet. Unsinn, Valos ist doch nicht mal hier. Aua? Was ist das? Petram, Petram! Das ist sie. Das ist die Kraft von Valos, dem perfekten Tyranten. Öffne deine Augen, Moritz. Schau dir deinen Feind genau an. Eines Tages wirst du ihm gegenüberstehen, ob du willst oder nicht. Und der Sieger an diesem Tag wird über das Schicksal der Welt entscheiden. Aber nein, stress dich nicht. Okay. Hat sie mich jetzt irgendwo hingebeamt oder was?
Hallo? Oh Gott. Was ist das? Hauptsache der Tamer rechts. Naja. Du Gilde, Amelie, Vados, sie haben eine solche Kraft? Da komme ich nicht gegen an. Niemand kann das. Das ist unmöglich. In Ulsas Name. Was ist hier passiert? War das Vados? Das ist nicht die Kraft eines Nexomon. Vados ist etwas anderes. Er ist nicht von dieser Welt. Ich kann nicht glauben, dass wir versucht haben, dieses Monster zu bekämpfen. Wir waren so dumm, uff. Das war's. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Ich fordere die Gilde nicht heraus. Sie können tun, was auch immer sie wollen. Ich muss raus ausnahmsweise mal zustimmen. Was haben wir uns dabei nur gedacht? Was denkst du, Moritz? Willst du auch aufgeben? Nee, ich gebe nicht auf. Was? Du willst Vados trotzdem bekämpfen? Warum bist du so besessen damit? Wir haben keinen Grund, ihn zu bekämpfen. Dann kämpf gegen ihn alleine, Moritz. Zieh mich nicht nochmal in diesen Unsinn mit rein. Vados mag unglaublich stark sein, aber bisher ist er noch nicht außer Kontrolle geraten, nicht wahr? Auch mir macht er Angst, aber er hat speziell den Tyranten im Ziel gehabt, nicht uns. Ich bin auch raus, Moritz. Amelie ist nicht ohne Grund die Leiterin der Gilde. Sie tut alles, um Parum zu schützen, oder nicht? Sorry, aber ich bin auch raus. Wir müssen aufhören. Was? Coco? Denk drüber nach, Moritz. Sind wir nicht die Leute, die Vados zerstören wollten, bevor er eine Chance hatte? Das ist nicht in Ordnung. Coco, ich bin richtig enttäuscht von dir tatsächlich. Mensch, Coco, als ob du raus bist. Mann, Coco. Coco war immer bei mir und jetzt ist er weg. Autsch, das tat echt weh beim Zuhören. Moritz, scheinbar hast du persönliche Gründe, Vados gegenüberzutreten. Aber ich begrüße deine Unterstützung. Was ist mit dir, Celine? Bist du auf unserer Seite? Nun, ich muss Petram rächen. Oder es zumindest versuchen. Moritz, theoretisch bist du immer noch ein Mitglied der Gilde, da Edward dir vergeben hat. Versuch fürs Erste zu lügen. Wir brauchen Zeit, um einen guten Plan gegen Vados zu entwickeln. Hey Moritz, mir ist egal, was die anderen sagen. Du hast meinen Tyranten besiegt, nicht Vados. Warum gehst du nicht zurück nach Lateria und holst dir deine Belohnung ab? Oh, und wenn du das nächste Mal dieses merkwürdige Magie-Mädchen triffst, sag ihr Danke. Danke, dass sie nicht auch ihren Tyranten, teleportiert hat. Danke. Danke dafür. Ich würde gerne meinen nächsten Mon heilen. War das hier irgendwo? Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Oder war es hier links? Ich glaube, hier links war es. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu nächsten Mon Extinctions. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich suche jetzt in der Stadt erstmal noch den, wo ich mich heilen kann. Ah, ich glaube, hier war es, ne? Ja, hier war es. Sehr gut, Leute. Na, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kimito. Haut rein und ciao.